ist die Musik geil. Dum, 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 dum. So. Epische Bassmusik aus dem Bär. Mike Dörn von drin. Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti. Trautes Hai. Ja, für die Augen. Wer sagt das nicht? Was? Junge, Hagen West, Alter. Hagen West? Hagen West schlagen ein paar Deutschen. Und machen Straßengeld. Wo muss ich denn hinlegen? Hier rein? Ich glaube, das war so. Komm, die Scheißtruhe doch nochmal. Ist die Scheißtruhe doch noch also irgendwas nutzen? Statt einfach Scheiße rumzuklappern, ey. Scheißteil. Bam, bam. Ich habe einen braunen Stuhl sehen. Ich will nur raten, ob sie im Dunkeln leuchten. Natürlich nicht. Richtig. Genau, braun. So, und da packe ich jetzt die schöne Krone rein. Dam, da. Dam, dam. Das sollte sicher sein. Fürs Erste. Natürlich. Ja, fürs Erste. Dann versteckst du mal, wo sie sicher ist, du Spasti. Im Klo. So. Schön. Wie konnte HD... Oh, fail. Ich habe nichts gesagt über HD, also die Krone klaut. Nichts. Das Bett gehen. Und nee. Dreimal darfst du erraten, ob es geht. Was? Ins Bett. Ich habe jeden neuen Beweis zur Sammlung hinzugefügt. Entweder musst du Scheiße. Also das musst du in der ersten Nacht nicht, oder? Was? Die Sachen da draufstellen und in der zweiten jetzt dritten, oder? Nee, nee, kommst du nicht mehr draufstellen. Außer kannst du nicht schalten, ne? Bäm. Depend. Kann ich nicht. Oh. Warum nicht? Ach, muss ich nicht mit Lucy treffen? Ich kann auf diesen großen Notizblock gucken. In The Bear, oder? Was? In The Bear? Macht das richtig? Muss denn ja Notizblock? Über ihren Freund muss sie dir was erzählen, oder? Nein! Das war, ich glaube, das letzte im Inventar ist. Letzte im Inventar. Ja. Was trägt das Bild immer so mit sich rum? Was ist das für ein Spassi? Das ist die. Nach Sexten zurück in die Krone verstecken, haben wir mit Lucy treffen, von ihrem Fund erzählen. Von meinem Fund? Ja. Der trägt das Bild mit sich rum. Was ist das denn für einer? Welches Bild denn? Das, was er gewonnen hat. Ach, das ja. Du läufst durch die Miete mit so einem Bild in der Hand, ey. Guck mal! Oh mein Gott. Stimmt mal nach. Er hat mal zum Schrank. Er hat zum Schrank verschwiegen. Stell dir vor. Ich geh grad drauf. Oh, noch bin ich. Hör so. Plump ist er vielleicht am Boden aus dem Schrank rausgefallen. Wenn wir zurück. Oh, ich hab Spaß, Musik. Wenn wir jetzt ins Cottage zurückgehen würden, würden wir bestimmt HDK in deinem Schrank sehen. Mit so einem Face. Der ist halt, hier ist niemand und die Scheiße ist offen? In diesem Jahr war es besonders schwer. Ah. Aber ich freue mich, verkünden zu dürfen. Rate mal, wer gewonnen hat. Der diesjährige Sextenknipser. Jawohl. Ein Penis hat. Jetzt müssen wir es weitergehen. Wieder einmal der kleine Oliver. Was? Gut gemacht, Kleiner. Hä? Was? Wieso haben wir nicht gewonnen? Weiß ich nicht. Hä? Also, was? Was? Das sind tolle Bilder, aber nicht toll genug. Jetzt holen sie sich einen Drink und feiern. Hä? Boah, ich komme da gleich klar. Wieso haben wir nicht gewonnen? Das Rubens Mädchen gefällt ihnen. Was? Was sie denken? Ich denke überhaupt nichts. Holen sie sich ihren Drink. Wieso haben wir nicht gewonnen? Die Ankündigung. Dieser scheiß kleine Junge. Mann, hat nichts anderes zu tun, muss er in die Schule oder was? Was sind denn Neuigkeiten? Warten Sie einen Moment. Wahrscheinlich mit der Schein. Der hat Fotografien fotografiert. Ist ja sehr einfallsreich. Das beste Bier des Hauses. Ich denke, das können wir besser. Wie wär's mit einer Flasche Wein aus Sachsen? Wir feiern. Klingt gut. Sie werden nicht glauben, was ich gefunden habe. Nichts. Hier. Ich habe sie gefunden. Die verlorene was? Krone. Wir haben die Krone? Nichts gewonnen? Die sächsische Krone? Eben die. Sie ist wunderbar und seltsam und wo haben Sie sie? Wieso
In Northfield, im Wald, oberhalb der Kirche. Hat der gewonnen? Aber was haben wir letztes Mal gewonnen? Wir haben letztes Mal gewonnen, oder? Nicht. Ein wahres Labyrinth. Klar. Tunnel. Der Gentleman hat gewonnen. Wir, der Pro. Präsenz. Wo ist die Krone jetzt? Hä, in was haben wir denn vergessen? Sie ist sicher. Kann ich sie sehen? Nee. Bald. Nee. Ich habe auch etwas. Meinen eigenen Geisterjägerapparat. Wirklich? Was ist es? Sehen Sie mal. Was ist das denn? Eine Kristallkugel? Moment. Ist das nicht? Ja, ja. Was? Wir haben nichts gewonnen. Sie haben sie gestohlen. Oliver. Sie haben die Krone gestohlen. Das ist was anderes. Wie das? Etwas ist damit. Schwer zu sagen. Alter. Trinken wir aus und verschwinden hier. Ja. Ja, es ist nur, seit ich das verdammte Ding gefunden habe. Was? Was ist los? Habe ich mich nie allein gefühlt. Als ob nicht mich jemand verfolgt hätte. Gewonnen. Jemand? Also, wir haben Sie über Ihre eigene Schuld. Verloren an diesen kleinen Jungen. Einfach. Ist der Bilder ein Bahnhof fotografiert hat und in einem scheiß Museum stand und ihn eine Scheiße fotografiert hat. Was hat der? Warten Sie hier. Ich hole die Krone. Haben Sie Angst, ich sehe Ihr Versteck? Kaum. Warten Sie einfach hier. Nigel, sind Sie okay? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Hat der Kaiser im Schrank? Was ich wissen sollte. Schnell zurück. Dieser Ort macht mir Angst. Angst. Aber es steht... Oh, mein Gott. Was ist hiermit geschehen? Ach, stimmt, der Typ aus dem Schrank. Hat der Kaiser im Schrank? Wer würde so etwas tun? Hat der Kaiser im Schrank? Was ist hiermit geschehen? Schrank! Nigel? Nigel? Sind Sie da? Sie ist weg! Oh, wir haben nicht gewonnen, das wäre gerade viel schlimmer! Jemand hat sie gestohlen. Warum sind Kassetten drin? Aber wer? Wer wusste, dass sie hier war? Das werden wir nie erfahren. Geben Sie noch nicht auf. Vielleicht kann ich ja helfen. Wir haben den Preis nicht gewonnen, verloren. Nicht warum? Sehen Sie, was haben wir anders, gemacht? Die Kristallkugel? Oh, ich geb's auf. Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti. Ich habe nicht an diesen Geisterjägerkram geglaubt, bis, naja, sie kam. Los jetzt, probieren wir's. Na gut, fangen wir an. Okay, dann machen wir. Also, ja, kann sein, dass ich es falsch verstanden habe, aber... Was sollen wir sagen? Haben wir gerade... Vielleicht ein paar Fragen verloren. Okay. Ja, an den kleinen Oliver. Der heißt Little Oliver. Ich würde aufständig, dass man so richtig so eine Faust ins Gesicht geben kann. Kannst du mich hören? Wuhu! Ah, spricht! Kannst du mich sehen? Kannst du mich sehen? Shut the fuck up. Bin ich hier allein? Aber ich nehme mal an, dass es keine weiteren Auswirkungen auf die Story des Spiels hat, da? Dass wir verloren haben. Was? Bitte, bitte, zeige mir, wer hat die Krone genommen? Hang West? Das Hang West? Die Hang West Mafia, weil die ein paar Deutsche geschlagen haben. Zeige mir. Boah. Zeige mir. Faramir. Boromir. Gollum. Zeige mir. Halt die Fresse! Zeige mir. Was ist falsch mit dem Spiel? Die Stimme verloren haben. Zeige mir. Ja, mal. Das geht jetzt komplett nicht aus der Kontrolle. Zeige mir. Also. Wir werden es in einer halben Stunde wieder melden, wenn dieses Zeige mir aufgehört hat. Ah ja. Ah. Also ich mach das jetzt nicht. Was? Swag? Hat er Swag gesagt? Swag auf. Jetzt kommt der Grund, warum dieses Spiel ursprünglich ab 18 war. Passt auf, dieses Video wird eh geflaggt werden. Weil es brutal ist. Schlimmer finde ich gerade, dass wir die Scheiße nicht gewonnen haben. Das ist die Krone, ey. Übrigens wurde das alles an Originalschauplätzen gedreht, deswegen sieht das auch alles so echt aus. Also. Ah. Ja,
Epic! What the fuck? Ich finde das hier gerade höchst verstörend. Ja, was ist das denn? Und jetzt. What the? Und. Bäm! Tot. Darum war das Spiel ursprünglich ab 18. Da ist sogar Psycho noch brutaler, wo die unter der Dusche ermordet wird. Gemordert wird, ne? Gemordert. Aber die hatte keine Fuge, ne? Oh, oh. Schade. Also, der Vogel ist ja so schwul, aber ich hab's allen auch. Glaubst du, er soll auf dem Kopf stehen? Nein. Das ist schon wieder Swag. Wir sind Swag auf. Das Spiel dreht den Swag auf. Sind Sie da? Ja, bitte. Ist da jemand? Wo sind Sie? Wo ist Lucy? Warum ist die Post da? Und warum ist das so hell? Haben wir jetzt zur Nacht durchgeguckt. War der bekifft oder was? Etwas stimmt nicht. Was ist letzte Nacht geschehen? Bauchredner. Was ist das? Post von Moneyboy.at. Die haben den Swag-Preis gewonnen. Nicht so wie den Fundpreis hier. Halt die Fresse, jetzt haben wir das gerade vergessen und wir lassen mich wieder dran. So, wo wurde die Krone versteckt? Wer hat die Krone gestohlen? Wer hat die da draußen? Pinnacles gemacht. Wer war hinter ihm her? Weiß Spitmore. Ich meine, ist er behindert? Warum schreibt er ich weiß Bitmore? Ich meine alle Alex Rubens. Warum schreibt er nicht weiß Alex Rubens? Warum streicht er das nicht durch? Ist er behindert oder was? Wer im Albtraumzimmer gewohnt hat? Ich weiß, wer das Skelett von Sexton. Alter. Guck mal, er schreibt irgendwelchen Scheiß dahin. Er schreibt hin. Mir das ein Ei. Er schreibt hin. Ich weiß Bitmore. Ich meine Alex Rubens. Aber warum schreibt er nicht, ich weiß, wer das Geld von Sexton ist, ich muss einen Identitätspreis geben. Warum schreibt er nicht hin, wer das ist? Scheiß Spiel, Alter, ey. Wir haben den scheiß Fotopreis nicht mal gewonnen. Das geht mir sehr nah. Dann wohl. Ich frage mich, was Garnon vorhat. Link, my boy.